quiepsende Frauenstimme, die anscheinend irgendwie aus dem Hörer kommt. Genaue Worte können wir nicht verstehen, aber wir können die Antworten verstehen. Ja, ja, ist dran. Ernsthaft? Kann das keiner von den Neuen machen? Ja, na gut, dann mache ich's. Ja. Sie wissen aber, was das kostet. Das wird nicht billig. Ja. Ja, gut. Tschüss. Ja. Das Telefon wird wieder auf den Schnapper gelegt. Es gibt dieses Klacken, und dann bewegt sich die Person wieder mit einem schweren Schritt wieder aus dem Kamerabild heraus. Und die nächste Szene, die wir, als die Kamera dann schwarz wird, dann sehen, ist ein Abend, die Sonne ist schon untergegangen, weil es ist Winter. Überall sieht man die Weihnachtsbeleuchtungen noch irgendwie in den Fenstern hängen. Es ist kurz nach Weihnachten 2018. Und ist etwas kühl, windig und eine junge Gestalt oder eine hagere Gestalt mit einer Mütze auf und einem Kapuzenpulli unter der Jacke trägt gerade mit ziemlichen Schwierigkeiten eine unglaublich große Umzugskiste und hieft diese Kiste aus einem kleinen Transporter, der irgendwie an der Straßenecke geparkt ist und trägt sie in ein Apartmenthaus mit, wahrscheinlich sind da so 4, 5 Apartments drin und muss sich erst an diesem kleinen Zaun vorbeiquälen und das kleine Gartenzauntürchen, was ihm zuerst im Weg ist, um auf den Weg irgendwie Richtung Eingang zu kommen. Und das ist dann wohl Jethro, der mit dem Karton Schwierigkeiten hat. Ja, ich schlepp mich an dem Zeug ordentlich ab. Das ist auch nicht gerade wenig. Man sieht immer mal wieder aus den Kartons so Kabel raushängen. Manche sind auch offen. Also da sind keine Bücher drin. Da ist lauter komischer Technikkram drin. Man sieht ab und zu auch mal die Linse von so einer Kamera. Oder so kleine Mikrofone rausblitzen. Man sieht auch ganz viel so Bastelzeug für Technikkram, den man jetzt noch nicht so wirklich definieren kann. Kabelreste oder Platinen und so weiter. Genau. Und was ich natürlich auch dann rausschleppe, ist eine riesen Metallplatte, ja, so von der Form einer Tür mit so Schraublöchern dran. Da schleppe ich mich natürlich am heftigsten mit ab. Die ziehe ich dann auch so hinter mir her. Wahrscheinlich so ein paar Schlieren auf dem Bürgersteig, während ich die so ziehe, weil die ist echt ordentlich schwer. Ja, kurzzeitig geht der Vorhang von der Wohnung, die unter deiner Wohnung liegt, beiseite. Da ist irgendwie im Fenster halt so ein schöner blinkender, in vielen Farben blinkender Weihnachtsstern, der dir so ein bisschen das Gesichtfeld raubt auf die Person, die dahinter steht, weil es ist halt grell, hell, blinkend und dahinter steht halt eine Person und beobachtet alles. Und als du dann irgendwie mit dich abschleppst mit diesem großen in den Flur hineinkommst und gerade versuchst, die Treppe irgendwie hochzukommen und das Ding dir das dritte Mal aus der Hand fällt und fast wieder die ganze Treppe herunterschlittert, geht die Wohnungstür unten auf und in dem Türrahmen steht eine etwas ältere Dame mit einem geblümten Kleid und schaut so zu dir hoch, zieht so eine Augenbraue hoch. Ah, junger Mann, Sie müssen der neue Mieter sein. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Oder mein Mann kann Ihnen vielleicht helfen? Guten Abend. Ich bin Jethro Thomas. Nein, ich brauche keine Hilfe. Vielen Dank. Ich schaffe das alles ganz gut alleine. Ich brauche nur ein bisschen Zeit.
bis ich das hinkriege und schleppt wieder so an dem. Das sieht Tag. Aber nicht danach aus. Ja, doch, doch, doch. Ich krieg das hin. Ich habe das im letzten auch geschafft. Und schlepp so wirklich Stufe für Stufe. Ja, also Apartment liegt im ersten Stock. Schlepp da so dieses Riesenmetallteil hoch. Ja, es sind halt unten zwei Wohnungen, oben zwei Wohnungen. Und du hast halt die Wohnung über dieser alten Lady. Und bist auch ganz froh, dass du noch gerade so diesem Gespräch entkommen bist, weil die hat sich dann wieder umgedreht, ist wieder in ihrer Wohnungstür verschwunden. Und wie sieht denn jetzt in den ersten paar Stunden, Minuten das Apartment von Jethro aus, was er sich da ausgesucht hat? Also das allererste, was ich natürlich aus den Kisten krame, ist mein Wanzenspürgerät. Und damit wird erstmal ganz, ganz, ganz gründlich alles abgesucht, ja. Ich gucke nach Minikameras an allen Ecken und Enden, in der Kloschüssel, hinter jedem Winkel, hinter den Türscharnieren. Alles wird einmal ordentlich abgetastet, einmal ordentlich abgeprüft. Und wenn ich das zur Zufriedenheit erledigt habe, dann wird als allererstes erstmal die Türverstärkung an die Wand geschraubt. Das heißt, ich stelle die auf, muss die dann auch immer so ein bisschen hochhalten. Langsam fängt mir auch der Rücken wahrscheinlich an, weh zu tun, weil ich die ganze Zeit da diese riesen Metallplatte da auch noch gegen die Tür halten muss. Schraub das dann so an. Verkante das dann jeweils neben der Tür, damit man die Tür damit auch richtig absichern kann, dass da auch wirklich keiner reinkommt. Dann als nächstes werde ich mich daran machen, die Fenster komplett zu verriegeln, absolut blickdicht, dass da keiner in irgendeiner Form reingucken kann. Dann fange ich an, meine ganzen Tapeziertische aufzubauen mit ordentlich Equipment. Also man könnte meinen, da ist eine ganze LAN-Party von NASA-Qualität eingeladen worden, weil ich habe da ohne Ende Rechenleistung aufgestellt, mehrere Bildschirme. Wahrscheinlich auch mehrere Computer. Ja, genau. Und dann habe ich noch so eine Ecke, da bastel ich so Kram. Dann habe ich eine Vitrine, da stelle ich meine Drohnen aus. Und genau. So sieht das dann aus. Also alles mit Technik. Ach so, und in eine Ecke knall ich dann noch eine Matratze. Dafür war dann kein Geld mehr da. Für ein anständiges Bett. Wie viele Räume hat dein Apartment? Das ist nur ein Raum mit Küche, Bad? Genau. Aber schon recht groß. Also denke ich mal, so 35 Quadratmeter ist so, dass man da auch ein bisschen was unterkriegt. Denn der Kram nimmt ja auch Raum weg. Mhm. Irgendwann klopft es dann an deiner Tür. Ja, darauf reagiere ich aber nicht. Hallo, Herr Thomas. Ist das die Oma von gerade? Ja. Ich weiß, dass Sie da drin sind. Ja. Ist Ihnen was passiert? Soll ich die Polizei rufen? Oder den Notarztwagen? Oder ein Taxi? In aller drei Herrgotts Namen. Dann fange ich an, die ganzen Türschlösser aufzumachen. Und mach so ein bisschen die Tür auf. Guten Abend. Hallo, wie heißen Sie eigentlich? Ruby. Skinner. Ja. Ruby Skinner. Ja, Mrs. Skinner, schönen guten Abend. Sie können mich Ruby nennen. Das machen alle hier. Ja, in Ordnung, Mrs. Ruby. Ja. Ich habe Ihnen was gebacken. Holt so einen kleinen verzierten Teller, also so einen schönen Porzellanteller mit so verzierten Rändern, wo so ein Stück Torte draufsteht.
Das riecht sehr, sehr gut. Haben Sie das frisch gebacken? Ja, frisch gebacken. Weil heute kommt nämlich meine Kanastergruppe und mag ich immer Kuchen. Und ich dachte mir, eins davon können wir bestimmt dem jungen Herrn, der bestimmt gar nichts zu essen hat, abgeben. Oh, das ist ja lieb. Mit wem spielen Sie denn hier so Kanaster? Also, was ist das überhaupt, Kanaster? Ein Kartenspiel. Sie kennen Kanaster nicht? Nein. Also, ich habe mir jetzt schon irgendwie durch den Kontext erschlossen, dass das ein Spiel ist, wenn da extra eine Runde für vorbeikommt. Aber nee. Kann ich nicht. Das ist aber schade. Uns fehlt immer noch ein männlicher Mitspieler. Ja. Aber naja. Meine Freundinnen kommen immer regelmäßig vorbei und dann spielen wir. Oder ich gehe raus und spiele bei den anderen. Das wechselt immer. Sie verstehen, was ich meine. Ja. Also eigentlich nein. Ja. Haben Sie denn die Fenster abgehängt? Haben Sie keine vernünftigen Vorhänge? Nein, noch nicht. Wird noch. Kommt. Kein Bett? Ich mach so die Tür, stell mich so nach draußen, mach so die Tür zu. Ich glaube nicht, dass Sie meine Wohnräume. Ja, fürchterlich. Also. Eine Freundin haben Sie aber, oder? Entschuldigung, das geht jetzt wirklich etwas weit. Also Ihre Vormieterin war ziemlich hübsch, aber die ist nun weggezogen. Tja, dann wäre sie ja auch nicht meine Vormieterin, wenn sie nicht. Naja, egal. Kann ich dann jetzt. Mein Mann hat gesagt, er hofft, dass wieder eine Frau einzieht, aber das, naja, habe ich ihm gerade erzählt, dass sie sind wohl keine Frau. Nicht, dass ich wüsste, nein. Endlich mal was für mich zu gucken. Ich guck so an mir runter. Naja, hier ist das Stück Kuchen. Lassen Sie es sich schmecken. Und wenn Sie noch irgendwie etwas anderes brauchen, irgendwie, weiß ich nicht, Seife oder Salz oder Eier oder so, dann fragen Sie einfach unten. Danke. Ja, sollte ich auf die Idee kommen, Eierkuchen machen zu wollen, dann melde ich mich. Danke, ja. Gut. Einen schönen Abend und liebe Grüße an die Kanaster-Gruppe. Oh, wir werden ein bisschen lauter sein. Und falls, Sie werden merken, wenn wir Sie stören, sagen Sie auch Bescheid, Ilja. Ja, ich komme klar. Also alles in Ordnung. Genau. Selbiges auch. Sie können gerne kommen und sich dazusetzen und zugucken. Man sieht, wie er so leicht anfängt zu schwitzen. Ob der Aussicht auf Sozialkontakte. nein, danke. Ich bin ja auch jetzt mit Einziehen hier beschäftigt und so. Alles muss aufgebaut werden. Naja, also könnte sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen hämmere oder so. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Ja, die Bohrmaschine habe ich ja eben schon gehört. Das hat mein Mann aus dem Mittagsschläfchen, also Abendschläfchen heraus, er schläft immer ein bei den Abendnachrichten. Er hat sich ziemlich aufgeregt, aber ich habe ihn beruhigt und habe gesagt, der junge Mann muss doch auch seinen Einzug richtig machen. Das wird ja jetzt nicht wohl jeden Tag passieren, oder? Also ich habe vor, dass einmal aufzubauen und das dann stehen zu lassen. Das ist der Plan. Das wird ihn sehr beruhigen. Gut, ja, genau. Also ich würde vorschlagen, je schneller ich mich daran mache, umso eher bin ich fertig und ihr Mann kann klar. Hörst du unten halt auch die Haustür, wie die unten aufgeht und jemand eintritt. Gibt's dann irgendwie. Schaut die Dame so zur Seite. Ah, Knurzen! Dreht so den Teller in die Hand und tapert so die Treppe ganz schnell runter. Ich nutze die Gelegenheit und gehe ganz schnell wieder rein. Ja, man hört dann auch irgendwie ein ziemlich lautes Gequietsche aus dem Treppenhaus und dann irgendwie wie unten die Tür geht und dann. Naja. Mhm. Gut. Dann
dann gehe ich rein und baue weiter auf. Und ich, ne, also ist ja eine Menge zu verkabeln und so. Mhm. Ja, das dauert halt eine ganze Weile und ja, du hast das gut, Gott sei Dank, so hinbekommen, dass du auch direkt Zugriff hast für das Internet. Funktioniert noch nicht alles genauso, wie du dir das irgendwie vorstellst. Aber wir springen mal ein, zwei Tage weiter. Ja, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, also ich werde auf jeden Fall an meiner Tür auch mehrere von diesen Minikameras installieren, damit ich ganz genau weiß, was vor der Tür passiert. Mhm. Ja, genau. Genau, und ja, dann wird es so sein, dass die wir gehen ein, zwei Tage weiter und ja, womit befasst sich denn Jethro so zwischen den Feiertagen in seinem neuen Gebäude und wie sieht nach ein paar Tagen die Wohnung aus? Ja, also ich würde das jetzt so beschreiben, es gibt wahrscheinlich genau anderthalb Quadratmeter in diesem Apartment, die nicht durch Technik irgendwie in Anspruch genommen sind. Also selbst große Teile der Küche sind im Prinzip dazu da, die Technik zu unterstützen, weil ich einfach sonst nicht genug Platz habe hier. Und mir ist halt vor allem wichtig gerade, dass ich alles ans Laufen gekriegt habe, dass ich eine Rundumüberwachung ums Apartment auf die Beine stellen konnte, mit Annäherungsalarm, mit Kameras und so. Ja, dann habe ich mich natürlich auch an den örtlichen Polizeifunk gehängt. Natürlich. Jeder gute Bürger. genau, und durchforste so die eher nicht so gängigen Wege, um rauszufinden, was hier denn so alles abgeht. Also ich bin ziemlich viel auf diesen Verschwörungstheoretiker-Foren unterwegs, allerdings mit einem analytischen Blick, ne? Also ich halte mich gut mit denen. Ich bin selber kein Verschwörungstheoretiker, ich habe einen sehr klaren Blick. Versuch aber da so ein bisschen Zeilen zu lesen, weil manchmal steckt hinter diesen ganzen Schwachsinnsmeldungen doch irgendwie auch immer mal was man nicht ganz so außer Acht lassen sollte. Mhm. Also was ich sonst so mache, ist, ich stell schon mal grundsätzlich so ein paar Verbindungen her, dass ich in der Lage bin, Leute innerhalb der Stadt ausfindig zu machen, sollte ich mal auf jemanden aufmerksam werden. Ich stelle meine Finanzaktivitäten auf. Also ich verdiene dadurch Geld, dass ich mich immer mal wieder bei einzelnen Banken einhecke und deren Finanzgeschäfte ein bisschen aushöhle. Natürlich immer nur so, dass es kleine Beträge sind, die bei denen, ich will ja nicht, dass irgendwer gefeuert wird oder so, ne? Aber von irgendwas muss ich ja auch leben. Und ich denke mir, wenn der Kapitalismus schon sich parasitär an die amerikanische Gesellschaft drangehangen hat, kann ich mich auch parasitär an den Kapitalismus hängen. Ja. Der Grund, warum Jethro irgendwie auf Verschwörungsseiten unter anderem auch, weil er ist schon seit längerem einer größeren Sache auf der Spur, seit er Teenager war, ist ihm das ein Dorn im Auge, dass diese Stadt so merkwürdig ist. Und die anderen Leute um ihn herum halten ihn wirklich für verrückt, aber er könnte schwören, dass es diese Stadt auf großen öffentlichen Karten gar nicht gibt. Und ich habe sogar das Gefühl, die hat gar keinen Namen. Ja, also das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Irgendwie scheint die Druckerei, irgendwie die Tageszeitung druckt irgendwie auch immer, wenn der Stadtname kommt, da ist irgendwie ein Fleck immer drauf oder so. Irgendwas läuft hier nicht so richtig und deswegen hat sich Jethro irgendwie da schon seit, keine Ahnung, seit er mit dem Computer vernünftig umgehen kann,
versucht, irgendwie Informationen und in Gruppen irgendwie darüber zu informieren. Und jetzt, wo er ausgezogen ist von zu Hause, weil seine Eltern ihn rausgeschmissen haben, kann er das 24/7 machen, ohne dass er von seinen Eltern gestört wird. Ja. Und ja, deswegen bist du ja, in den einschlägigen Internetsachen unterwegs und versuchst immer mal wieder herauszufinden, was denn auch in dieser Stadt jetzt hier irgendwie gerade los ist. Und tatsächlich hast du eine Person gefunden, die genauso denkt wie du. Eine einzige. Hast ihn zwar nie getroffen, weil das wäre viel zu gefährlich, seine Identität preiszugeben, aber du kennst sein Internetkürzel. Sexy Prepper 87. Mhm. Ja. Ja. Ja, also mein Internetkürzel ist Michael Thomas 13. Ja, ich habe wahrscheinlich dann schon ein bisschen mehr mit diesem Sexy Prepper geschrieben, ja. Ja. Hin und wieder. Also der geht halt irgendwie auf, der ist so ziemlich der Einzige, der auf deine komischen Theorien mit der Stadt ohne Namen irgendwie eingeht. Okay. Aber ich habe auch relativ früh klargestellt, dass ich ein Mann bin und nicht interessiert an gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Wieso fragst du das? Kommt dann zurück. Also ist alles so ein Chatgespräch jetzt. Ich frage nichts, ich stelle klar. Dann sind wir ja gut, ja. Ich weiß nicht, ich kann deinen Gedankengang gerade nicht nachvollziehen. Naja, wenn ich jemandem schreibe, der sexy in seinem Chatnick stehen hat, finde ich, ist es wichtig, das erstmal klarzustellen. Ach so, alles Tarnung, mein Freund. Man nimmt mich so nicht ganz ernst, also die da oben. Ach so, ja gut. Kennst die Ex-Menschen. Ja, haben die etwas mit der Stadt zu tun? Stimmt, ich habe noch keine richtigen Beweise, aber irgendwas läuft hier nicht ganz richtig. Das Gesundheitsamt war vor ein paar Monaten mal hier. Dann schreibt er so Anführungsstriche halt, Gesundheitsamt. Ich könnte schwören, einer von denen hatte Schuppen. Also, du weißt schon, Schuppen. Was hat das Gesundheitsamt bei dir gewollt? Leitest du ein Restaurant? Nein, eben nicht. Deswegen war das ja so merkwürdig. Wir haben irgendwas von wegen Abwasser und Ableitungen und Gas und so einen Unsinn geredet. Meinen Nachbarn haben sie ziemlich durch die Mangel genommen. Der ist dann auch ausgezogen. Wie kannst du die beschreiben, diese Gesundheitsamt-Leute? Er schickt dir so ein GIF von den Men in Black. Hilft immerhin schon mal etwas. Wenn das Gesundheitsamt aussieht wie das FBI, ist da irgendwie was schräg. Ja, das sieht wirklich nicht aus wie das, ich schreibe auch Anführungszeichen, Gesundheitsamt. Genau, Mann, genau. Und die haben deinen Nachbarn in die Mangel genommen? Ja. Ist dann ausgezogen. Hab ihm eine Knarre geschenkt zum Auszug. Der verteidigt sich gar nicht, der hat auch seine Tür nie abgeschlossen und so ein Scheiß. Das könnte mir nicht passieren. Ja, mir auch nicht. Jedem vernünftigen Amerikaner würde sowas nicht funktionieren. Passieren.
Ich schau mal kurz auf meine Kiste mit den Waffen. Was hat denn Jethro für Waffen? Muss ich das aufzählen? Also, da ist einiges. Da sind einige also Schusswaffen diverser Größen. Ich habe ein Handfeuerwaffen, also eher unauffällige, habe auch eine Maschinenpistole und darauf bin ich besonders stolz. Ich habe mir übers Darknet ein militärfähiges Scharfschützengewehr organisiert. Ja. Ja, dann unterhaltet ihr euch noch so ein bisschen und dann schreibt dann noch irgendwas über so einen alten Camcorder, den er hat, irgendwie, ob du irgendwie, also geht das dann weg von Verschwörungen und ihr unterhaltet euch über Technikkram und er hätte so einen alten Camcorder, der nicht mehr richtig funktioniert, mit dem aber irgendwas aufgenommen hat, was er irgendwie dringend aber irgendwie braucht. Und ob du jetzt Bescheid wüsstest, wie man da, wenn der runtergefallen ist und die SD-Karte da drin irgendwie festgeklemmt ist, irgendwie, ob das, wie man die vernünftig rauskriegt, ohne die Daten zu beschädigen, und er hätte da schon irgendwie alles versucht, den Aufschrauben funktioniert nicht vernünftig, weil das so ein altes Ding ist, und ob du da irgendwelche Tipps hättest, wie man an die Daten rankommen kann. Ja, ich erkläre ihm den, wie man die auslesen könnte. Der schickt mir ja wahrscheinlich auch die Modellnummer dann durchaus zu. Das ist halt so ein uralt Ding, so irgendwie aus Anfang 2000er Jahre. Okay, also dann rufe ich mir das mal auf mit dem Manual und gucke mir das mal kurz an und sehe dann ja auch, woraus es besteht und so. Und erklär ihm dann, wie er sich in einem Elektrofachladen Dinge kaufen kann, aus denen er sich ein Gerät basteln kann, das dann, also beziehungsweise einen Anschluss basteln kann, der dann genau da reinpasst, weil die Anschlüsse wird man wahrscheinlich nicht mehr kriegen jetzt. Hast du sowas? So ein Gerät? Ich drehe mich um, geh zum Regal, nehme den dritten Kasten links raus, wühle da mal so ein bisschen drin rum. Halt dann irgendwann das richtige Kabel. Ja, habe ich hier. Prima. Hast du eine Postadresse? Dann schicke ich dir das Ding einfach. Mein Herz geht wieder runter. Ich dachte, der wollte sich jetzt betreffen. ich schicke ihm die Nummer von einer Postbox, die ganz woanders ist. Prima. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen weg, weil ich habe zu Weihnachten so eine Karten für eine Gunshow bekommen. Von daher bin ich erstmal weg, dann hast du Zeit, das Ding rauszuholen. Soll ich dir was mitbringen? Als Bezahlung. Ja, du könntest mir Munition, und ich nenne ihm dann mal die Seriennummer von meinem Scharfschützengewehr. Dafür könnte er mir mal Munition organisieren, wenn er es schafft. Ja, kommt so ein Zwinker-Smiley, kein Problem. Und dann ist der Chatverlauf auch irgendwie weg und irgendwann wird Jethro wahrscheinlich sein Postfach leeren und da ist tatsächlich dann so eine große Schachtel drin. Und wenn du die aufmachst, ist da so eine alte Kamera drin, die so ziemlich kaputt und ramponiert aussieht, und eine Schachtel Patronen. Anscheinend hatte der welche. Also ich mache das so, das ist ein Postfach, das quasi zwei Viertel weiter ist. Ne? Also ich habe überall in der Stadt habe ich Postfächer, die ich bei Bedarf dann halt auch schnell kündigen kann. und ich fahre da hin und mit meinem kleinen Transporter und leer das da, pack das sofort hin, fahre sofort zurück, und erst wenn ich wieder zu Hause bin, packe ich das dann aus und gucke mir das dann an. Hab dann natürlich auch sofort, weil ich mir das ja schon organisiert hatte, alles Equipment parat und lese das dann sofort aus. Erstmal auf einen Laptop, der nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.
damit, ne, also aus offensichtlichen Gründen, nachher hat er mir mein Netzwerk versaut oder so, weil er, naja, auf jeden Fall lest das dann aus und schauen wir mal an, was da alles so drauf ist. Werden ja wahrscheinlich alles Videodateien sein. Mhm. Ja, du findest Videodateien und es ist irgendwie ein verwackeltes Bild. Hat er irgendwie wahrscheinlich aus seinem Fenster, du erkennst halt dunkel, Regen und so die Umrisse von so einem Karawan, also so einem, ja, so ein Mobile Home, ja, so ein Karawanenhaus. Und da sind halt Lampen an der Tür an. Das heißt, das ist irgendwie so die einzige Lichtquelle, die da noch irgendwie so halbwegs ist. Und die halt auch, es wackelt unglaublich stark. Und durch die etwas dreckige Fensterscheibe gefilmt ist das halt auch nicht alles das Beste. Aber was man erkennen kann, sind halt irgendwie zwei dunkle Gestalten, die halt irgendwie die ganze Zeit um diesen Karawan herumlaufen. Und dann irgendwie später auf dem Video eine Frau, die sich irgendwie auch da irgendwie da steht. Irgendwie ein junges Mädchen. Würdest du jetzt schätzen, so, weil die einmal so in dem Lichtkegel drin stand, konnte man sie genau erkennen. Und dann sieht das irgendwann auf den Bildern so aus, also Ton gibt's nicht. Aber es sieht irgendwie so aus, als ob diese beiden Gestalten dieses Mädchen dann irgendwie verfolgen. Die läuft halt ständig irgendwie um diesen Karawan rum. Und dann ist etwas ganz Eigenartiges, wo dann versucht wurde, in diesem wackeligen Ton auch irgendwie durch diese Scheibe und durch das Ganze auch ganz nah ran zu zoomen, was das ganze Wackeln noch viel schlimmer macht. Aber du siehst dann, wie dieses Mädchen anscheinend einen von diesen Angreifern, nenne ich es jetzt mal, irgendwie am Hals packt, hochreißt und einmal gegen die Karawanscheibe schmeißt und der Kopf anscheinend irgendwie platzt oder so. Okay, das ist ganz schön viel Wackeln anscheinend und Regen. Ich glaube, ich ziehe mir das nach einer ordentlichen Virenprüfung doch noch mal auf den Rechner und render das mal, damit das ein bisschen schärfer wird. Mhm. Viel ist da wahrscheinlich nicht zu machen. Fiktives CIA-Equipment ist leider immer besser als wirkliches. Aber dass ich da wenigstens irgendwas drauf erkenne, weil bei der Bildqualität könnte das auch nur so aussehen, als wäre das, ich meine, da ist ein kleines Mädchen, das gerade so ein, und wenn der wirklich ein Echsenmensch ist, dann kommt die erst richtig gegen den an. Also. Mhm. Ja. Es dauert eine Weile, man kann es ja mal einen Wurf machen auf, gibt's das hier Computer in deinem Dings da drin? Gab's das? Oder bist du gar nicht sicher, ob es das in dem Technik oder sowas? Technology gibt es. Ja, mach doch mal. Ich würde das mit Intelligence verbinden. Ja. Gut. So, direkt mal hier. Irgendein Modifier? Nö. Alles klar. Und er schmeißt nichts. Doch, da kommt's doch. Du hast es gesehen? Sieben Würfel. Okay, ich habe nichts gesehen. Also die 3D-Würfel habe ich nicht gesehen, aber... ich auch nicht. Wir haben zwei Erfolge hier. Jo. Kannst du Willpower ausgeben, um da zu rerollen, drei Stück, wenn du magst? Nee, zwei Erfolge dürften ja reichen, um das ein bisschen schärfer zu machen, oder? Okay, da frag keiner. Würde ich jetzt. Nee, mach's gut. Gut, dann bist du da ziemlich lange dran beschäftigt und kriegst das aber irgendwann hin, dieses Bild zu stabilisieren und irgendwie ein bisschen schärfer zu machen. Und tatsächlich irgendwie, du hast zuerst gedacht, das ist halt irgendwie eine optische Täuschung oder sonst irgendwas. Aber anscheinend ist es wirklich so, dass dieses Mädchen den Angreifenden, den Angreifer halt wirklich im Angriff am Hals abfängt, hochreißt und halt wirklich gegen den Karawan
pfeffert. Und dann machst du so einen Pixel weiter, einen Frame weiter, und dann kann man auch so schaut das Mädchen so zur Seite, und du kannst tatsächlich so einen verzerrten Gesichtsausdruck erkennen auf dem Gesicht von dem, und das so Vampirzähne, die aus dem Mund ragen. What? Okay, also ich habe jetzt hier gerade astreines Videomaterial, das ein Vampirmädchen zeigt, das in bester Wrestling-Manier einen Gesundheitsbeamten. Ja? Ja, irgendeine schwarze Gestalt halt, ne? Okay, alles klar. Voll kaputt matscht. Ja. Gut, dass sich das auf meinem Rechner befindet. Ja. Ich nehme die Kamera, lege sie auf den Boden und lasse aus Versehen einen Hammer mit ziemlich hoher Geschwindigkeit darauf fallen. Okay. Ebenso auf die SD-Karte. Wobei, nee. Nein, ich mach das nicht. Der kam ja alleine nicht da dran. ich lösche einfach die Speicherkarte. Mhm. Tu die wieder in die Kamera rein. Nachher ist der noch sauer auf mich. Nee, ich lasse das lieber. ich lösche die Speicherkarte, leg die wieder, also pack die wieder rein, und leg das Ganze wieder in den Karton zurück, schreibt dabei so ein Handzettel: sorry, die Daten sind einfach nicht mehr zu retten, ich kann da auch nichts mehr machen, ich habe mein Bestes gegeben, und leg ihm aber dafür nochmal eine neue Kamera, die ich ein bisschen aufgerüstet habe, dazu als Entschuldigung. Dann schickst du es mit der Post in ihn zurück. Genau. Okay. Gut. Und ja, das ist aber, Alter. Okay, krass. Sich filmen lassen Vampire triggern mich irgendwie. Ich zapf alle meine Kanäle an und versuch irgendwie rauszufinden. Also ich lass das Gesicht überprüfen. Ich hack mich in mehrere Datenbanken, um rauszufinden, ob ich irgendwie Namen zu dem Mädchen kriege oder so. Versuch mich auch in die Polizeidienststelle zu hacken, um zu gucken, dass ich da irgendwie an weiteres Videomaterial rankomme. Ich such alles danach ab. Ich bin jetzt richtig fixiert. Dann mach doch noch mal so einen Technology-Wurf. Oh, da kommen jetzt Würfel. Man muss Roll20 manchmal nicht verstehen, aber diesmal ist es nur ein Erfolg. Du würfelst echt beschissen, wenn ich mal so sagen darf. Ja. Wie viel darf ich nochmal werfen, wenn ich einen Willpower ausgebe? Das ist mir jetzt wichtig. Drei neue kannst du würfeln. Drei neue. Mhm. Dann mache ich das. Drücke ich hier mal Willpower Reroll, ne? Mhm. Ja, immerhin einer mehr. Ja, immerhin konnte ich meine Erfolge verdoppeln. Ja. Na toll. Ja. Zwei Erfolge. Ja, dann dauert das wieder eine ganze Ecke, bis du das da irgendwie geschafft kriegst. Das ist so eine Abgleich, aber du findest halt keinen Namen. Irgendwie, also das Bild will halt zu keinem
zu keinem Einwohnermeldeverzeichnis, zu nichts anderem irgendwie, irgendwie passen. Und ja, der du hast nur zwei, weil ne, zwei Erfolge, zwei Treffer, die sich dir ergeben, die du weiter verfolgen könntest. Einmal gibt es ein sehr stark gesichertes Netzwerk, wo du so Spuren davon von so einem Bild gefunden hast. Du weißt aber noch nicht genau, was das für eine komische Firma ist. Die hat so ein Firmenlogo von so einem ja, so eine stilisierte Mutter, die so ein Kind im Arm hält. Und die Firma nennt sich Mutter. Also so ein groß M. Mother. Und ja, ist irgendwie auch in der nicht in der Stadt, aber außerhalb der Stadt tätig. Hat so mehrere dezentrale irgendwie Netzwerke angelegt. Und was die Firma aber genau macht, kannst du irgendwie auch nicht wirklich herausfinden. Irgendwie ist das ein bisschen so mit manchmal so kosmetische Sachen oder so, oder manchmal auch so ein bisschen in die biologische Ecke. Aber so ganz genau ist es alles, bleibt ein bisschen schwammig, was dir ein bisschen merkwürdig vorkommt. Und irgendwo siehst du dann in so einem Unterverzeichnis, wenn von irgendeinem Netzwerk davon, findest du halt so einen Hinweis auf darauf, dass da irgendwie so ein ähnliches Bild ist, wie das, was du da suchst. Und das zweite ist ein Kamerafeed, den du findest, auf einem Polizeirechner. Und da wurde wohl schon mal eine Anfrage gestartet nach Name und Identität von einer Person, die ähnlich aussieht wie die du suchst. Aber die ist auch im Sande verlaufen. Da hat irgendjemand halt wegen unerfolgreichem Tun irgendwie die Ermittlungen abgebrochen. Und was merkwürdig ist, gibt ein Vermerk wohl in dieser Akte, die du dann aufrufst, dass wohl von hoher Stelle von der Bundesbehörde die Ermittlungen halt abgewürgt worden und der ermittelnde Sheriff hier in der Stadt wohl eindeutig weiter ermitteln wollte und halt Mittel beantragt hat und halt ne, so Daten freigegeben haben wollte, aber das nicht bekommen hat, also die Genehmigung von der Bundesbehörde nicht bekommen hat. Wenn ich das dem Sexy Prepper erzähle. Und deswegen hat das dann halt sein lassen. Alles klar. Ich mache den CD-Spieler an mit der Danzig Best Of. Meine einzige Chance, da jetzt irgendwie näher ranzukommen, ist mich ja jetzt weiter in diesen Mother-Konzern reinzuhacken. Mhm. Und da werde ich einfach noch mal einen Versuch unternehmen. Dafür muss ich wahrscheinlich einfach noch mal Technology... Du hattest doch auch so bestimmte Verbindungen zu Computern, ne? Wie meinst du das? Warte nicht, Moment, ich muss mal eben auf deinen Charakterbogen. Mitspingst. Weh, guckt alle auf meinen Charakterbogen. Der ist echt geheim. Ich nehme das mit der Privatsphäre echt ernst, ja. Genau. Okay, die Cyberkinese hast du. Ja. Würfel doch da drauf einfach. Okay. Das ist quasi ein Rouse-Test. Ja, genau, das ist mein Aktivierungstest. Ach so, okay, muss ich, glaube ich, auf Willpower würfeln. Ja, dann musst du auch dann auf Willpower auch wirklich würfeln. Ich weiß nicht, also ich habe ja jetzt nur quasi den Power-Wurf gemacht. Weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Ich würfel Willpower einfach kannst mal. Kannst du würfeln, Willpower. Auch auf dem Charakterbogen. Bitte? Willpower kann man auch so würfeln, auch auf dem Charakterbogen. Mach ich jetzt einfach mal hier. Bam.
Das sieht doch schon besser aus. Funktioniert dann wohl. Dann kannst du den, den Skill mal kurz würfeln. Ja. Das ist wieder nur dieser eine Würfel, ne? Mhm. Ja, läuft doch. Dann Glenn Danzig macht's. Dann ja, sieht man Jethro, wie er halt mit arschschneller Geschwindigkeit über die Tastatur flitzt und versucht, sich in dieses Netzwerk reinzuhacken. Und man sieht so irgendwie in den Pupillen auch irgendwie die ganzen Daten irgendwie hier nur rechts aufpuppen, poppen und er ist da total drin versunken und schafft es dann tatsächlich auch irgendwie, weil er ja so ein Codierungsding einfach mit wahnsinniger Geschwindigkeit schnell antippen kann und einfach ein Passwort zu knacken und da reinzukommen. Merkst halt natürlich auch schnell, dass da irgendwie Sicherheitsmaßnahmen irgendwie gerade laufen. Das heißt, du wirst nicht viel Zeit haben, dich in diesem Netzwerk aufzuhalten. Zumindest unerkannt, wenn du nicht zurückverfolgt werden willst. Und findest dann tatsächlich eine Identifizierung von dieser, also ein hochaufgelöstes Foto von diesem Mädchen, aber ohne Vampirzähne. So ein bisschen so wie so eine Verbrecherkartei, allerdings nicht, da definitiv nicht in so einem Sheriff-Office oder so aufgenommen. Da steht aber so eine Fallnummer drauf, diesem Schild, was sie halt hochhält. Und du guckst halt in dem Netzwerk weiter nach der Fallnummer und kriegst dann irgendwie raus, dass es da tatsächlich anscheinend um Vampire zu gehen scheint. Versuchsobjekt, Vampir, dann halt so eine lange Aktennummer. Okay. Das handelt sich nicht um Fake, oder? Bist dich ziemlich sicher, dass das kein Fake ist. Diese komische Firma scheint irgendwie Dreck am Stecken zu haben, also irgendwas mit Vampiren zu tun zu haben. Oder mit Gesundheitsämtern. Tja. Das ist ja schön nett. Steht da auch ein Name von diesem Vampir? Nee. Sonst irgendwelche Daten? Ja, das sieht so verschlüsselte Daten. Wenn du dann hast halt nicht die Zeit, sich da jetzt genau damit zu befassen. Aber ein bisschen kriegst halt mit, dass da Experimente halt mitgemacht worden. Irgendwie sowas tierähnlich oder sowas steht da. Übernatürliche Stärke. Also von dem Gesicht lasse ich mir sofort, also mache ich mir sofort einen Screenshot. Mhm. Pack den in die hinterste Ecke meiner Dateibäume. Mhm. Und ja, und ich glaube, dann laufe ich erstmal ein paar Meter auf und ab. Könntest ja auch mit dem neuen Bild jetzt nochmal eine Suche starten, weil das ja jetzt besser ist als das alte. Ja, das werde ich tun. Und zwar werde ich jetzt, ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen. Das ist ja ein wirklich sehr gutes Bild. Ich möchte gucken, ob, also ich möchte mich gerne in die Überwachung der Stadt hacken und gucken, ob da über die Kameras an öffentlichen Plätzen, an Banken und so weiter, ob da irgendwie, also da sind ja immer an den Geldautomaten sind ja dann immer so Kameras, die da so rausgucken und so, ne? Ja, oder an Straßenecken oder so.
Ja, genau. Also jeder, der Watch Dogs gespielt hat, weiß, wo überall Kameras zu finden sind. Genau. Und genau die möchte ich gerne, das Netzwerk möchte ich gerne anzapfen, um da einen Suchalgorithmus einzuspeisen. Dann kannst du nochmal Technik würfeln. Na, guck mal, das geht doch besser. Jetzt sind die Würfel warm. Falls ihr es übrigens fragt, was wir für ein System verwenden, das Ganze basiert ganz grob auf den Gejagte Jäger 2 aus der V20, aber mit V5-Regelaufschwung. Deswegen auch hier dieses V5-Charakterbogen-Overlay aus Roll20. So eine Homebrew- Mixtur aus Gejagte Jäger 2 und V5. So für die ganz Neugierigen. Ja. Ja, mit den 5 Erfolgen bist du da natürlich sehr, sehr gut dabei und hast da irgendwie alles im Griff und wirst dann da auch wieder verwiesen auf diese Sheriff-Sache. Kriegst dann da auch dann Zugriff auf die Anfrage, die du vorher nicht gekriegt hast. Also vorher hast du nur festgestellt, dass die halt im Sande verlaufen ist und warum. Und jetzt kriegst du halt auch Zugang auf den Polizeicomputer und kannst halt die Beweislast oder so kannst halt angucken. Und tatsächlich handelt es sich da dabei wirklich anscheinend um die Person. Und du kannst einen Kamerafeed abrufen aus einem Nachtclub. So sieht es zumindest aus. Und da ist halt wieder diese junge Frau zu sehen, wie die bedrängt wird von mehreren Gänger oder so sehen die aus. Halt diese typischen Gangabzeichen kannst du durchaus sehen. Und mehrmals hin und her geschubst wird und angegangen wird, angegrapscht wird und sonst irgendwie. Und sich mehrmals irgendwie hilfesuchend irgendwie zum Personal irgendwie umdreht, aber die nichts machen. Und dann passiert sowas Ähnliches wie auf deinem verwackelten Video, denn die reißt dem ersten Typen, der dann danach kommt, irgendwie einfach den Kopf ab. Und dann wird das Video verschwommen, weil der Kopf gegen die Kamera knallt. Ja, nice. Auch das wird abgespeichert. Alles for further reference. Und da kann ich auch rausfinden, um welche Bars sich da handelt. Ne? Und Zeitstempel ist da wahrscheinlich auch drauf und so. Wenn du dann da weiter forschst, wirst du auch herauskriegen, dass die, dass es da tatsächlich halt einen Massenmord gegeben hat. Und das ging halt da, also so stand es in den Zeitungen, um dann so einen Gangkrieg, also Bandenkrieg. Und halt eine der Banden in der Stadt halt massiv Leute verloren hat, einfach weil die alle abgeschlachtet wurden. So insgesamt irgendwie 20 Leute oder so, die da drauf gegangen sind. Alles klar, damit weiß ich auch ungefähr, was so tiermäßige Vampire auf dem Kasten haben, wenn die mal eben so 20 Gangmitglieder in Grund und Boden stampfen. Oh. Ja. Die zweite Sache, die Jethro dann nach ein paar Tagen findet, weil das ist ja eine ständige Suche nach wegen den öffentlichen Kameras auch und so. Das wird nicht sofort funktionieren, aber weil du ja die Live-Feeds immer mal wieder beobachtest, wird dann irgendwann dein was am Programm geschrieben, was irgendwie die Kamera-Feeds abgreift und abtastet nach den Gesichtsmerkmalen und tatsächlich geht es dann irgendwann. Kurz vor Silvester gibt es dann ein Alarm quasi, der losgeht, während du quasi irgendwas gerade anders am Computer rumtippst. Meldet sich das Programm, Gesicht erkannt. Und du siehst halt die Gestalt, wie sie vor einem Bankautomaten steht.
Also die Kamera ist ja vernetzt. Ist der Bankautomat selber auch vernetzt? Ich würde so sagen, ja. Kann ich auslesen, wessen ID-Karte, die sie dafür Ja, benutzt? in der Tat macht die das gar nicht. Du kannst auf dem Kamerafeed sehen, wie die erstmal so eine Handtasche kramt. Und dann sich umguckt. Und dann nach vorne greift und einfach irgendwie die Tür aufmacht. Also den Kasten des Geldautomates aufbricht. Warum sollte sie mit dem Kapitalismus anders umgehen als mit den Gangs? Die Frau gefällt mir irgendwie. Auf eine sehr schräge Weise, aber sie gefällt mir. Okay, also sie macht einfach die Tür auf, ja? Das ist ja grandios. Und wahrscheinlich, wenn, wie ich mir das vorstelle, regnet es dann so Scheine auf sie, ja? Top. Da hätte ich gerne neben gestanden. Nein, hätte ich nicht. Nein. Ja. Okay, ja, das beobachte ich einfach mal weiter. Also wahrscheinlich wird sie dann so das Geld wahrscheinlich schnell einstecken und verschwinden. Passiert da sonst noch irgendwas? Reagiert irgendwie das Umfeld? Also ich meine, die Kamera hat ja jetzt natürlich Ja, einen sehr. der Platz ist sonst leer. Also, irgendwie ist auch sonst irgendwie nichts zu sehen, großartig in der Nähe. Also es ist irgendwie total einsamer, verlassenes Ding gerade. Mit auch mitten in der Nacht. Anscheinend hat sie aber die Kamera, also weiß sie nicht, dass da eine Kamera über dem Ding postiert ist. Also das scheint sie entweder zu ignorieren oder nicht zu wissen. Sammelt dann die Scheine auf und geht. Jetzt hast du natürlich, kannst du versuchen, live zu folgen. Solange zumindest wie die Kameraabdeckung auf den öffentlichen Plätzen ist. Ah, ich liebe die NSA. das mache ich auch. Ich folge ihr. Die Stadt ist relativ gut mit Kameras aufgestückt, zumindest auf den öffentlichen Plätzen, aber dann sie wird irgendwann diesen öffentlichen Bereich halt auch verlassen. Läuft die ganze Zeit zu Fuß. Und ja, dann hast du irgendwann keine Kameraabdeckung mehr. Wo ungefähr? Ja, das dürfte sogar in der Nähe von deinem Viertel jetzt sein. Hat sie irgendwann mal in irgendeine Kamera geguckt? Okay, also und ich schätze jetzt einfach mal ab, ich glaube, so nach den paar Tagen weiß ich auch ungefähr, wo die Kameras hier in meinem Viertel hängen. Ich schätze jetzt einfach mal ab, das wird auch nicht so leicht sein, sie in naher Zukunft wieder aufs Bild zu kriegen, ja? Ihr kommt drauf an, wo sie link läuft, ne? Was du auch noch gesehen hast, ist irgendwie auf der letzten Kameraeinstellung, wo sie dann über so einen öffentlichen Platz gelaufen ist, da gab es ein auffälliges Flimmern im Bild, das du auch nicht weggekriegt hast. So als ob da irgendjemand steht, aber das wird von der Kamera halt nicht ganz ergriffen. Also man sieht, dass da jemand steht, aber man ist halt so ein Flimmern drin. Habe ich sowas schon mal gesehen? Ja, bei kaputten Kameras halt. Okay. Kenne ich technische Mittel, mit denen man das machen könnte? Ja, nachbearbeitet, klar, wenn man Leute rauslöschen will aus dem, ja. Ja, gut, aber es ist halt ein Live-Feed, ne? Genau, Also. das ist das Problem, ja. Alles klar. Und Aber. der ist dieser anderen Person, die du folgst, halt eine Zeit lang gefolgt. Hast du halt mitgekriegt. Also dieses Ding läuft in einem gemäßigten Abstand hinterher.
Ja, ich bin halt nicht der Einzige, der sich halbwegs im Verborgenen hält und Leute beobachtet, wie es aussieht. Interessant. Wird auch notiert. So, ja. Ja, dann klopft es an deiner Tür. Was? wer steht davor? Weiß ich kann nicht. Das ja mit meinen Kameras. Ach so, du kannst, ja, Kameras. Ja, okay, scheiße. Ich kann ja Kameras vor der Tür. Ja, die alte Dame steht vor der Tür. Mhm. Ich tue wieder so, als wäre ich nicht da. Herr Thomas! Renitent ist die Alte. Ja, dann, dann nehme ich die das leere und gespülte Tellerchen, das sie mir vor 3 Wochen gegeben hat. Ja, das ist ein paar Tage erst, ja. Also, okay. Haben wir kurz vor Weihnachten angefangen, kurz nach Weihnachten angefangen und jetzt kurz vor Silvester. Nehme ich dann und mach wieder die ganzen Türen auf und mach die so einen Spalt auf und halt so den Teller aus. Ja, ich glaube, sie möchten ihren Teller wieder haben und schiebt den da so durch den Spalt. Ah ja, Herr Thomas, sind Sie krank oder was? Oder warum? Wieso? Wieso sollte ich krank sein? Weil Sie die Tür nicht aufmachen. Ach so, ja, und ich mache den deutlichen Spalt weiter auf und tu so, als ob die schwerfällig öffnet. Sie können sich doch nicht nur von Pizza ernähren. Ja, ein paar Chipstüten sind da auch zwischen. Nur Pizza und Chips ist nicht gut. Soll ich Ihnen einen Auflauf machen? Nein, danke. Diese Junggesellen immer mit der ungesunden Ernährung. Ja, ich sehe es ja ein. Ich habe auch noch Kekse von einer Freundin von mir. Aber ich glaube, die sind nichts für Sie. Na, weiß ich nicht. Wieso? Naja, weiß ich nicht. Ich habe Sie nicht als so ein Kekstyp eingeschätzt. Naja, das kommt auf den Eisengehalt an meistens. Eisen ist da nicht drin. Eisen ist da nicht drin? Hm. Naja, vielleicht können Sie mir ja mal so 2 Kekse oder so. Weiß ich ja nicht. Oh, direkt 2 Kekse. Ja. Oh, ist da irgendwas? Ist da jetzt? Ich habe, glaube ich. Nee, dann nehme ich lieber doch keine Kekse. Nee, dann nein. Danke. Sie müssen echt mal hier rauskommen aus Ihrer. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind Sie noch kein einziges Mal draußen gewesen. Also, außer wo Sie zur Post gegangen sind. Mhm. Warum habe ich hier eigentlich überall Kameras, wenn ich doch eigentlich die Oma befragen könnte? Das weiß ich auch nicht. Ernsthaft? Ich glaube, Gardinen sind viel wirkungsvoller als die ganze Technik, die ich aufmache. Und Sie müssen echt mal ein bisschen Licht in Ihre Bude reinlassen. Ja, nee, also das, ich mein, nein, das geht nicht, dann sehe ich ja hier auf meinem Bildschirm nicht mehr alles. Also es könnte mir ja wirklich was entgehen. Das Licht, nee. Sie sind schon ganz blass. Sie müssen echt mal in die frische Luft. Ich guck noch mal. Also ich meine, ich habe schwarze Hautfarbe. What? Naja, also und Sie sagen, in den Keksen ist auch kein Eisengehalt drin, ja? Und ich zwinker noch mal so ganz offensichtlich. Also Sie meinen das Eisen? Ja, das könnte sein. Also doch, dann hätte ich gerne 2. Oh, und jetzt doch direkt 2. Ja. Ich teile mir die auch ein. Dafür müssen Sie aber mal mit meinem Hund Gassi gehen. Ja, das mache ich. Das mache ich jetzt sofort. Was halten Sie davon? Jetzt sofort und auf dem Rückweg klingel ich dann bei Ihnen, gebe Ihnen das Hündchen zurück und dann nehme ich die Kekse gleich mit nach oben. Das ist gut. Dann kommen Sie nämlich an die frische Luft. Ja, so mache ich das. Ich hole eben meinen Parker und ich mach die Tür noch mal zu und schließ auch einmal ab. hol dann meinen Parker und komm dann raus und ja, hab so
Ja, unten steht so ein Boxer, der so irgendwie diese Pfoten so nach innen geht. Worauf habe ich mich da eingelassen? Na, das ist Bob. Hallo Bob, und ich versuche ihn so ein bisschen so zu tätscheln. Ich hab mal gehört, die können Angst riechen. Ja, passen also Sie auf, dass er nicht in die Leine beißt. Wenn er nur in die Leine beißt, fände ich das gar nicht, naja, egal. Nein, denn sonst beißt er niemanden. Steht da. Das ist Geifer drauf. Super. Kläff dich dann an. Ja. Ganz ruhig. Ja. Bob, komm, wir gehen. Ich muss mir meine Eisenkekse verdienen. Ja, der ist so ein bisschen widerspenstig, ich muss den so ein bisschen alleine ziehen. Aber, ja, danach zieht er eher dich. Ja, das befürchte ich auch. Naja, er kennt ja wahrscheinlich seine Runde. Genau. Und während ich auf Runde bin, halte ich natürlich Ausschau nach gewissen jungen Damen. Also ich habe ja wahrscheinlich auf dem Foto mit der Nummer, habe ich ja wahrscheinlich auch gesehen, dass sie ziemlich rote Haare hat und so, ne? Mhm. War ja wahrscheinlich ein Farbfoto. Okay. Ja, dann kommst du irgendwann in so eine, etwas am Rande deines Viertels ist sind so Wohngebäude, die so eingeviertelt sind. Bungalows. Und im Garten von dem einen Bungalow-Viertel kannst du tatsächlich dann deine Zielpersonen festmachen. Der Hund will zwar in die andere Richtung wieder zurück, aber du ziehst ihn schon. Steht da im Garten und unterhält sich mit einer anderen Person. Wie sieht die andere Person aus? Ja, so ein ziemlich Alltägler, so Jeans, Kapuzenpulli, kurze Haare, so ein Mann. Der aber nicht irgendwie flimmert oder so. Nee. Die Rede ziemlich aufgebracht. Die scheinen sich zu streiten. Kann ich so ein bisschen eavesdroppen, was die streiten? Ja, mach mal Wits und Awareness. Zwei Erfolge. Willpower ausgeben. Boah, du zwingst mich ganz schön viel Willpower rauszuhauen. Irgendwas ist immer. Ja, ich befürchte das. Da kann ich auch bis zu 3, ne? Mhm. Dann mach ich das, komm. Ich will das jetzt wissen. Ein extra. Gut. Dann kriegst du mit irgendwie, dass die dass der Mann ihr wohl irgendwie vorwirft, dass sie abtrünnig geworden ist oder so. Du hast dich irgendwie mit denen eingelassen und weißt doch genau, was sie dir angetan haben. Und jetzt machst du gemeinsame Sache mit denen. Und dann antwortet sie so Sachen wie irgendwie, das ist ja meine Sache, irgendwie, ich bin frei hier und du hast mir überhaupt nichts vorzuschreiben, was ich zu tun habe. Und irgendwie solche Sachen. Und das Ganze endet dann damit, dass der Mann anfängt, sie irgendwie einmal zu schubsen und dann geht sie so ein bisschen runter und dann hörst du so ein: Pass bloß auf, was du tust. Das ist mein Gebiet hier. Und dann hörst du das erste Mal so ein Wort, was du eigentlich noch nicht kennst und irgendwie
Denn der Mann antwortet dann zurück: Du bist eine richtige Camarilla-Bitch geworden. Dreht sich um und geht. A whole new level of bitchiness, ja? Okay, ich präge mir dieses Gesicht super krass ein. Also wirklich so. Und dann. Also der hatte während dem Gespräch irgendwie noch irgendwie vorgeworfen, dass sie ihr Freund wäre scheiße und so. Und der wäre nicht der Richtige und sowas. Also diese klassischen. Na, okay. Ja, kann ich die Frau noch ein bisschen weiter verfolgen? Oder? Die geht dann ins Haus. In das Haus dann da? Wo die gerade vorgestanden hat, ja. Okay, ist das so ein Einfamilienhaus oder so ein Bungalow? Ein Bungalow. Ja, das ist ein Bungalow, das in vier Teile geteilt ist, halt, und jedes Viertel ist ein Apartment. Okay. Ich merke mir die Adresse. Obwohl, nee, ich habe natürlich was zu schreiben dabei. Handy zu. Und zwar was Analoges zu schreiben. Oha. Und deswegen spitze ich jetzt den IKEA-Bleistift und schreib mir das auf den kleinen Zettel, die Adresse. Und habe mir, wie gesagt, das Gesicht gemerkt. Dann versuche ich da an der Tür noch eine kleine Kamera zu installieren. So eine Minicam mit Funkverbindung direkt auf mein Handy und auf meinen Rechner zu Hause. Mal Stealth und Dexterity, das heimlich zu machen. Der Chat sagt, du und Ronan werden ein gutes Paar. Falsche Seite. Zwei Erfolge. Dann schleicht sich Jethro irgendwie auf das Grundstück und versucht dann schnell irgendwie in einem toten Winkel irgendwie oben an der Rinne, an der Regenrinne oder so, irgendwie so eine Kamera anzubringen, wo sie nicht sofort auffällt. Ja. Genau. Ja, und so ausgestattet. Die Verbindung geht übrigens nicht an meinen Rechner, sondern die geht direkt an mein Handy, dass ich zur Not halt auch schnell loswerden kann. Bei Kameras in der Öffentlichkeit kann man nie vorsichtig genug sein. Und dann lasse ich einfach mal den Boxer Bob seine restliche Runde machen. Gehe einfach immer so pfeifend hinter ihm her. Ja, die nächsten Tage sind dann da, wirst du wahrscheinlich die Kamera dann beobachten, die du angebracht hast. Und dir wird noch eine extra Person auffallen, die anscheinend sehr oft in dieses Gebäude rein und raus geht. Nämlich ein bärtiger Mann mit relativ heruntergekommener Kleidung. Sonst eigentlich sehr unauffällig. Das ist nicht der Richtige für sie, ne? Anscheinend. Ja, aber du kannst ja jetzt nur auf der Kamera auch nicht sehen, wo der hingeht oder sonst irgendwie. Also einfach nur, dass der da häufiger rein und raus geht. Und sie halt auch öfters mal rein und raus läuft. Auch der andere Kerl erscheint noch ein paar Mal an der Tür, aber die weist ihn halt jedes Mal ab. Okay. Ja, jetzt habe ich die Informationen. Info. Was mache ich jetzt damit? Kannst du mal nach dem anderen Typen suchen oder so?
Ja, genau. Ich guck mir den Bär, ich suche mal nach dem bärtigen Typen. Bärtigen Typen? Ja, ja. Hm, dann, der, von dem kriegst du relativ schnell einen eine Namen. Mhm. Der heißt nämlich Bruce Warren. Mhm. Und hat tatsächlich im Trailerpark gewohnt. Aha. Aha. Mhm. Mhm, langsam schließt sich das, das Netz, ja. Ja, okay. Ist dann irgendwann weggezogen. Hat im Taxiunternehmen gearbeitet in der Stadt. Und ja, hat dann auch einmal, findest du Kamerafeeds aus dem Hotel, wo er halt irgendwie dann in so eine super Luxuskarosse einsteigt in der Tiefgarage. Und dann irgendwie sich mit einem sehr altbacken angezogenen Typen unterhält. Bevor die einsteigen. Schon was länger her. Kameras. Okay, ich tippe jetzt mal einfach darauf, dass der meinem Klischee von Vampir eher entspricht als die anderen Personen, die ich bis jetzt gerade gesehen habe, ja? Ja. Also auch wieder nicht. Also ich weiß, dass diese Rothaarige da, dass die krass ist und dass die ein Vampir ist. Ja. Weiß ich so. Und ich will jetzt noch mehr finden. Genau. Ja, und genau. Kann ich sonst noch? Also über diesen Bruce Warren lege ich sofort, sofort auch. Was eigenartig ist, der Bruce Warren hört hört ein paar Jahre, wenn du ein paar Jahre zurücksuchst, so hört er irgendwann auf zu existieren. Also du findest dann bis irgendwie ein paar Jahre zurück, kriegst es noch und dann findest du nichts mehr. Okay, also ich lege eine Akte für den an, wo der gewesen ist, wo der gearbeitet hat und so, mhm. als er in der Öffentlichkeit war und so. Und ein paar Jahre zurück und der hat dann einfach nicht, also der ist quasi hier auch in der Stadt aufgetaucht, ja? Ja. Und davor findet man halt nichts, was mit dem zu tun hat. Hm. Okay. Alles klar. Ich lege die Informationen, die hebe ich mir auf. Jetzt gehe ich mal dem Kapuzenpulli hinterher. Ja, bei dem ist es wieder relativ schwer, irgendwie, da findest du nicht direkt einen Namen oder so. Über ein paar Umwege, ich würde sagen, da kann man nochmal ein bisschen, nochmal hier Technik würfeln. Das ist nicht ganz so einfach, dann machen wir schon einen Würfelwurf. Ah, guck mal, 4 Erfolge. Ja, dann findest du zudem einen Namen, der heißt Ryan Gable. Ryan Gable. Und der taucht immer mal wieder bei der rothaarigen Dame auf. Hat keine, momentan keine, also du findest eine Sozialversicherungsnummer von Ryan Gable, aber anscheinend, angeblich ist der gestorben vor 10 Jahren. Also findest auch eine Beerdigungsurkunde und so eine Anzeige, eine Todesanzeige. Wann ist der angeblich geboren? Wenn der vor 10 Jahren gestorben ist, und das waren 2009, dann ist der, ich sag jetzt einfach mal 1970 geboren. Okay, dann müsste der 39 Jahre gewesen sein, als er gestorben ist. Wie sah der aus, als ich den gesehen habe? Ja, wie 39. Ungefähr. Ist ja nicht so, als hätte ich noch aber nie Anne Rice Bücher gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt Unterschied zwischen 39 und 49 wahrnehmen kann, also. Okay, na gut. Mach doch mal eine Empathie und Resolve. Empath was? Empathie. Das finde ich gar nicht. Moment.
Einblick heißt das. Insight? Ja. Genau, Insight, ja. Alles klar, Insight und Resolve, ja? Mhm. Oh, zwei Erfolge. Und dann wirst du da irgendwie die Schlussfolgerung ziehen können, die du jetzt gerade. Naja, ich meine, ja, der Chat beginnt gerade zu verstehen, warum die Hunter so schwierig, so gefährlich für Vampire sind. Jede öffentliche Kamera, jedes. Ja. Geheim bleiben ist schwierig. Ja, genau. Also dieser Ryan Gable, der ist wahrscheinlich dann noch nirgendwo gemeldet. Der ist vor 10 Jahren dann auch von der Bildfläche verschwunden, ja? Mhm. Okay. Und wenn du da so Nachforschungen gerade jetzt da machst, irgendwie mit diesen Todesdingern, merkst du, dass jemand Zugriff gerade will auf deinen Rechner? Also der Rechner wird gerade attackiert. Also die haben schon einiges an meinen Sicherheitsvorkehrungen geknackt, sodass ich informiert werde, ja? Mhm. Mhm. Dann werde ich sofort Gegenmaßnahmen einleiten und in jeder Fernsehsendung fängt jetzt das wilde Getippe an. Ja. Ja, die Gegenseite ist gut. Dang. Ja, dann koppel ich, dann partitioniere ich mein Netzwerk, indem ich die ganz sensiblen Informationen komplett abschließe und wirklich von jeglicher Form von WLAN und so weiter trenne, mhm. auch physisch. Ja, dann irgendwann kriegst du einen Blackscreen das Einzige, was dann aufpoppt auf deinem Hauptbildschirm, ist dann so eine verpixelte, animierte Schabe, die irgendwie so mit den Füßen irgendwie so macht und dann drunter steht dann auch so ein verpixelter Schriftzug neu hier, interessant. Nicht gut genug. Und dann macht so Puff und dann geht dann die Platine im Rechner kaputt. Na gut, dass ich den Rest abgekoppelt habe. Wunderbar. Also so eine Schabe, ja? Mhm. Ja, wie diese alten Antivirenprogramme, ne? Wenn die angesprungen sind, da kam ja auch immer so ein. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher. So eine ganz schlecht animiertes Insekt. Als Warnungsding. Okay. Ja, und die Person wollte mich einfach nur rausschmeißen. Scheint. Wer weiß, was sie noch gemacht hat. Aber du hast jetzt nämlich direkt reagiert. Also. Wahrscheinlich hat sie nicht viel mehr anderes gekonnt, als dich rauszuschmeißen. Ja, also den Rechner, der da in irgendeiner Form befallen sein könnte. Den ich da noch dran gelassen habe, den sortiere ich jetzt auch direkt aus. Mhm. So, da lasse ich jetzt aus Versehen meinen Hammer drauf fallen. Das war ziemlich oft. Oh nein, nicht schon wieder. Aha. Ja, okay. Das ist gerade heiß. Eventuell könnte ich Unterstützung gebrauchen. Nur von wem? Ich könnte mich ja mal an die Firma Mother wenden. Ja, also es wird erstmal eine Zeit lang brauchen, bis du, ich weiß nicht, hast du direkt einen Ersatzcomputer da? Also ich würde davon ausgehen, dass ich erstmal zusehen müsste, dass ich, also ich würde das gerne alles 1:1 ersetzen wollen. Mhm. Daher brauche ich wahrscheinlich. Das wird dauern, wahrscheinlich alles auch zwischen den Tagen. Dann wirst du auf jeden Fall während der Silvesternacht das große Feuerwerk mitkriegen, was in der Stadt irgendwie passiert ist, nämlich die Explosion im Tower, in dem großen Hotel-Tower-Gebäude in der Mitte der Stadt,
wo die großen Buchstaben an den, auf dem Tower erschienen sind, die Ronan O'Connor lesen ließen. Das war auch ziemlich langer Gesprächsstoff dann in der Stadt. Und dann, ja, so kurz nach, nach Jahresumschwung kriegt Jethro dann sein neues Equipment. Und natürlich lege ich erstmal eine Akte von Phil Ronan O'Connor an. Ja. Das Erste, was du mit den neuen Rechner machst. Ja, das ist eigenartig, denn die Polizei arbeitet natürlich auch auf Hochtouren, was das angeht. Und du kannst dich da in die Ermittlungen mit einklinken. Aber was eigenartig ist, was Jethro, die kommen halt gut voran. Die haben halt die, die finden die Wohnung von dem, die räumen die aus, ne, finden ganz viel Zeug und so. Und kurz danach wird das bei auch die Ermittlung dann eingestellt. Und das kommt ganz merkwürdig gleichzeitig, das Einstellen der Ermittlungen, merkwürdig gleichzeitig mit dem Austausch des gesamten Computerbetriebssystempakets des Polizeireviers. Das ist ja mal ein Zufall. Okay, kriege ich das quasi live mit? Wie die ausgetauscht werden, ja, da wird halt irgendwann alles abgeschaltet, klar, weil es wird ja alles ausgetauscht, aber kriegst das halt mit, dass es irgendwie, erstmal wurde es beantragt, dann super schnell genehmigt, dann super schnell eine Firma gesucht, die das macht und ja, ging halt alles sehr fix. So innerhalb von 2 Tagen war das alles durch, was schon sehr eigenartig ist. Aber die ganzen Zuständigen haben alle sofort, oh ja, Kann man rausfinden, welche Firma das gemacht hat? Ja, klar. Ist halt so eine x-beliebige Computerfirma, die in der Stadt ist. Ja. Alles gut. Als Cockroach Computer. Wofür habe ich denn hier? Hier, Solomon Computer. Alles klar. Kann ich deren Datenbanken hacken? Dürfte für dich, glaube ich, nicht so das. Also, es ist natürlich besser gesichert als anderes so, aber das dürfte für dich, glaube ich, kein großes Problem sein. Was suchst du denn da? Ja, deren Bestandslisten, was die damit gemacht haben mit der Hardware. Wüsste ich ja gerne. Die alte Hardware wurde vernichtet. Vernichtet. Steht da zumindest. Komplett vernichtet. Also es wird doch nichts irgendwie eingelagert oder so. Nee. Es gibt nur einen Grund, warum Hardware so schnell vernichtet wird und nicht erst noch ausgeschlachtet. Die Verbindungen sind stark bei denen da. okay. Genau. Ich, mir langt's. Ich möchte mich mal mit dieser Firma Mother in Verbindung setzen. Mhm. Machst du da? Rufst du einfach an oder was machst du? Oder hackst das Programm und hinterlässt einen Gruß oder? Genau, ich programmiere so ein kleines 8-Bit-Video, in dem ich ihnen erzähle, dass sie besser mit ihren Daten umgehen müssen. Mhm. Und das platziere ich dann in der obersten Chefetage, die ich finden kann, auf dem Rechner, sobald er ihn das nächste Mal anmacht. Mhm. Ja, mit welcher Kontaktmöglichkeit? Die Postbox. Hm. Okay. Gut. Ja, dann wird erstmal nichts passieren. Auf wen ist denn die Postbox zugelassen?
Auf einen Michael Thomas. Also man muss vielleicht zur Erklärung dazu sagen, Michael Thomas ist professioneller Footballspieler und Wide Receiver bei den New Orleans Saints. Ne? Also das ist... Der hat also die Postbox. Okay. Absolut offensichtlich. Okay. Ja, da wird erstmal eine ganze Zeit lang nichts passieren. Auf was hofft Jethro denn? Also ich habe jetzt, ich habe jemanden bezahlt, der da gucken soll, damit ich da nicht direkt auftauche, um zu schauen, was mit dem passiert, wenn er die Postbox öffnet. Kannst du auf den Kamerafeeds sehen, dass du irgendwann von zwei Beamten, die nach Men in Black aussehen, abgeführt wird? Ist vollkommen klar. Ja, das ist schwer, die zu kontaktieren, ohne dass man sich denen ausliefert. Dang. Ja, dann produziere ich noch ein zweites Video im selben Stil und sage denen, dass ich ein paar weitere Informationen hätte, die sich vielleicht interessieren könnten über die Rothaarige, die sie untersucht haben. Und würde Ihnen empfehlen, Kontakt über und dann packe ich eine Handynummer dran aufzunehmen und dann bezahle ich noch jemanden, der dieses Handy dann nimmt, das ist ein Wegwerfhandy und mit denen Kontakt aufnimmt. Was soll der machen? Und mir danach ein Protokoll deren Gespräch in eine weitere Postbox steckt. Was soll der denn machen? Scheiße, wie geht das? Das ist echt kacke. Ach komm, ich mach's einfach selber. Ich werde denen einen kompletten Tag, eine Zeit und eine Handynummer nennen, unter der sie sich melden können. Und dann werde ich diesen Tag komplett in diesem Park verbringen, wo sie mich erreichen können. Und werde denen Daten, weiterführende Daten geben können, wenn sie das wollen. Ich will nur Kontakt zu denen haben. Ich habe rausgefunden, was Sache ist. Und ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Ja, dann klingelt das Handy dann am der besagten Tag. Ja. Ich gehe ran und sage nichts. Jetzt eine Frauenstimme dran. Hallo? Michael Thomas? Sie haben Informationen für mich? Kommt drauf an. Auf was? Was machen Sie damit? Kommt auf die Informationen an. Ihnen ist klar, was Sie da in Ihren Händen hatten? Das weiß ich. Warum haben Sie sie laufen lassen? Ist entkommen. Wollen Sie sie wieder einfangen? Wenn wir können. Sie ist nicht die Einzige hier. Ist das so? Das wären Informationen, die sehr, sehr interessant wären für uns. Und
Wie werden Sie vorgehen? Unser Personal ist gerade etwas eingeschränkt in der Stadt. Ja, ich habe Bilder davon gesehen, was mit dem letzten Personal passiert ist. Was schlagen Sie vor? Also ich würde vorschlagen, Sie sammeln ein Team von Spezialisten und dem schließe ich mich an. Und woher wissen wir, dass wir ihnen trauen können? Ich will diese Viecher loswerden. Und warum? Hallo? Das fragen Sie? Ernsthaft? Ich versuche nur einzuschätzen, mit wem ich es zu tun habe. Mit einem besorgten Bürger natürlich. Und sicher. Ich bin überaus besorgt. Dann geben Sie meinem Team einfach Ihre Informationen oder was haben Sie sonst beizutragen? Naja, ich würde halt helfen. Wie? Ich habe sowas auch noch nicht gemacht. Keine Ahnung. Wenn wir Ihre Informationen haben, sind Sie danach noch hilfreich? Wenn ja, wie? Naja, ich bin ja auch auf eine gewisse Art an diese Informationen gekommen, oder? Diese Fähigkeiten könnte ich Ihnen noch zur Verfügung stellen. Wie sind Sie denn da rangekommen? Ich sag's mal so, ich bewege mich ziemlich gut in Netzwerken. Das müssten Sie aber eigentlich wissen. Ist uns aufgefallen. Danke für den Hinweis übrigens. Die Hintertür ist geschlossen. Gerne. Und was erwarten Sie als Gegenleistung? Naja, ich sag's mal so, es gibt bestimmt Leute, die sind besser als ich. Und sollte ich bei diesen Leuten mal auffliegen, brauche ich jemanden, der hinter mir steht und mir hilft. Sie begeben sich, wenn Sie so weit forschen, in eine ziemliche Bredouille. Aber ich denke, das ist Ihnen schon klar. Genau deswegen will ich ja jemanden hinter mir. Ich denke, da könnten wir ins Geschäft kommen. Aber dafür braucht es Vertrauen. Alles klar, wir wollen Sie meins gewinnen. Nun, ich hätte schon längst Leute an ihre Position bringen können, um sie einzufangen. Aber was hätte ich davon? Das ist wahr. Und wie kann ich es kriegen? Normalerweise arbeiten wir nicht mit Freiberuflern. Zumindest nicht auf diesem Niveau. Und gerade nicht dort, wo Sie sich aufhalten. Vielleicht können wir einen Vertrag schließen. So einen offiziellen? So in der Art. Was heißt in der Art? Nun, wenn wir das Ganze richtig krass offiziell machen, wie Sie sich ausdrücken würden oder Ihre Generation sich ausdrückt, dann fällt das auch aus. Und wir legen eigentlich ziemlich viel Wert darauf, nicht sonderlich aufzufallen. Es ist, dürfte Ihnen auch schon aufgefallen sein. Ja. Was denken Sie, würde passieren, wenn die Menschen davon wissen, dass es solche Wesen gibt? Deswegen habe ich mich ja an Sie gewandt, weil ich wusste, dass Sie das schon, dass Sie da schon eh mit drin stecken. Ich hätte ja auch einfach meinen besten Freunden von der NSA darüber berichten können. Das hätten Sie machen können. Habe ich aber nicht. Wäre aber ein ziemlich guter Weg gewesen. Ja, und jetzt kommen wir hier mal aus der Klugscheißerei raus. Also was los? Was für ein Vertrag? Wir treffen uns. Wir beide. Mhm. Persönlich. Mhm. Aha. Ich
Wenn Sie so ein bisschen paranoid sind, dann können wir uns gerne bei mir treffen. Oder irgendwo ja. im Café. Ja, so Kaffee wäre mir am liebsten, glaube ich. Was schlagen Sie vor, wann? Morgen um 23 Uhr. Gut, dann komme ich Ihnen entgegen und sage, gehe auf Ihr Angebot ein, Sie bestimmen Ort und Zeit. Damit Sie sich sicher fühlen. Und ich bringe Vertragspapiere mit. Okay, jetzt nenne ich wahllos eine Bar. Also die auch wirklich nicht in der Nähe von meinem Viertel ist und so. Und dann machen wir ein bisschen früher, machen wir um 20 Uhr. Oh, wie nett. Da ist dann wahrscheinlich noch ordentlich was los. Gut, die kenne ich. Dann treffen wir uns da. Mhm. Legt auf. Ich auch. Pfeffer das Handy sofort weg und mach meinen Rucksack auf mit meiner Wechselkleidung, denn die hier ist durch. Oh. Und ich gucke mich mal genau um, ob ich hier irgendwo noch das Glitzern von einer von einem Zielfernrohr sehe oder so. Nee. Ja, dann kommt der besagte Tag und die besagte Zeit und der besagte Ort. Und es wird dort eine etwas ältere Dame, also es ist nicht eine alte Frau, sondern eher so eine Frau in ihren 40ern mit einem Kostümkleid sitzen. Sehr edel in Weiß gehalten. Beine übereinander geschlagen, einen Kaffee trinkend an einem runden Tisch sitzen. Und sich so postiert haben, dass sie genau beobachten konnten, wer rein und wer rauskommt. Und wenn du dann reinkommst, dann scheint sie dich zu fixieren und so wissend in dein Gesicht zu gucken. Also ich trage einen schlecht sitzenden schwarzen Anzug von der Stange. Das liegt aber auch daran, dass ich so ein Hemd bin. Ja, also ja. Das liegt jetzt nicht irgendwie, also es gibt halt keine kleineren Anzüge, außer die Kindergrößen. Einen Schlips, einen roten. Hab mein sicherstes Gesicht aufgelegt. Und geh da rein und geh auch sofort auf die Frau zu, weil solche Blicke okay, krass. Setzen Sie sich, Mr. Thomas. Ich halte ihr so meine Hand. Schön, hin. Sie kennenzulernen. Jethro. Ah. Jethro. Und Sie? Maria. Mhm. Schön, Sie kennenzulernen. Nun, interessante Sache, die Sie da hineingestolpert sind. Und Ihr Angebot ist natürlich äußerst interessant. Vor allen Dingen in diesen Zeiten. Sind die denn anders als sonst? Sie müssen wissen, diese Stadt ist etwas Besonderes. Wir hatten hier lange ein Abkommen mit diesen Wesenheiten, das sie im Zaun gehalten hat, also die Übergriffe gegen Menschen auf ein maximales Minimum reduziert hat. Und
uns nicht dazu genötigt hat, großartig aktiv zu werden und uns gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet hat, hier an der Art, an deren Art zu forschen. Aber das wissen Sie ja schon, wenn Sie die Daten ausgelesen haben. Darüber wissen, wussten wir ganz, haben wir ganz viel in Erfahrung bringen können, wie sie ticken und wie sie funktionieren. Allerdings nicht alles. Mhm. Seit ein paar Wochen ist allerdings unser Vertrag etwas nichtig geworden. Seitdem diese rothaarige Frau, von der Sie da getroffen haben, ausgebrochen ist, scheint die Gegenseite den Kontakt eingestellt zu haben. Mhm. Die regelmäßigen Treffen sind ausgeschlagen und damit ist die Gegenseite vertragsbrüchig geworden und einige meiner Agenten wurden umgebracht. Das heißt wohl, dass die Gegenseite nicht mehr an unserem Vertrag festhält und sich nicht mehr ruhig hält und Krieg will. Sollen sie bekommen. Also sie sind jetzt auf Krieg eingestellt, ja? Nicht so wie im Fernsehen. Ich gucke nicht viel Fernsehen. Sie müssen jetzt nicht durch die Straßen laufen mit einem Gewehr und Leute abschießen oder so. Ich denke, das liegt nicht in Ihren Fähigkeiten. Jetzt aber mal aus Neugier. Würde das funktionieren? Naja, kommt auf das Gewehr an. Und auf die Stelle, die Sie treffen. Haben Sie diese coolen Sonnenlichtkugeln aus Blade? Sowas ähnliches. Aber der Rohstoff ist rar. Ich denke, Sie wären in unser Netzwerk nicht eingedrungen, wenn Sie nicht auch besondere Qualifikationen mitbringen könnten. Wir sind nämlich eigentlich ziemlich gut geschützt. Naja, deswegen habe ich großes Interesse daran, Ihre aufklärerischen Arbeiten zu requirieren. Ja. Dann wird es Ihre Aufgabe sein, diese Vampire aufzuspüren und mit dem Team, das ich Ihnen zur Verfügung stelle, auszumerzen. Das heißt, die stellen so ein richtiges Killteam zusammen, ja? Wie ich schon sagte, unsere personellen Ressourcen sind etwas geschröpft, seit die Gegenseite zum Schlag ausgeholt hat, aber ich habe ein paar neue Rekruten, die ich Ihnen an die Seite stellen kann. Neue Rekruten? Also, ich meine, haben Sie mal gesehen, was die mit Ihren erfahrenen Rekruten gemacht hat? Woher wissen Sie, dass die erfahren waren? Bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen. Vielleicht trügt das. Aha. Nun, diese Wesen haben Schwächen. Sie können bei Tag nicht raus. Feuer und Sonne. Ich mache mir wieder mit dem IKEA-Bleistift Notizen. Ein Flock ins Herz lähmt sie. Lähm? Mhm. Mhm. Der Kopf ist wichtig, wenn sie den wegkriegen. Aber ich denke, unser größter Verbündeter ist der Tag. Und man kann sie ziemlich einfach erkennen, wenn man denn weiß, worauf man zu achten hat. Sie sind halt tot, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich
Kapiert. Kreuze? Nein. Nein. Weihwasser auch nicht? Es kommt darauf an, wer sie in der Hand trägt. Ich denke, bei Ihnen wird das nichts nützen. Mhm. Aber wir stellen Ihnen ein Team Kameraden zur Seite, bei dem das durchaus der Fall sein wird. Ich versuche, ein möglichst breit gefächertes Team aufzustellen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Und Sie haben dann den Auftrag, das Team auf Ihrem Spezialgebiet zu unterstützen, nämlich in der Aufklärung. Das kriege ich wohl hin. Und da Sie von hier kommen, werden Sie sie einführen können in die Besonderheiten der Stadt. Ich lasse Ihnen Ihre Akten da, dann können Sie sich schon mal mit ihnen vertraut machen. Schieb dir so einen Papierstapel rüber. Es wäre gut, wenn Sie die nicht digitalisieren würden. Ihr Auftrag sollte dann ganz klar sein, die Vampire, die Sie aufgespürt haben, Mr. Thomas, sind die ersten Ziele, und wenn Sie dann von denen Informationen über weitere Ziele bekommen können, merzen Sie jeden aus, den Sie finden. Wir sprechen hier davon, wirklich jeden Vampir zu töten. Das Ziel sollte sein, diese Stadt vampirfrei zu halten. Das ist uns schon in London gelungen oder in New York zum Teil. Erfordert aber bei Großstädten wesentlich mehr Aufwand und naja, das ist eine kleine Stadt, das heißt, sie werden mit kleinen Ressourcen arbeiten müssen. Falls sie es nicht hinbekommen, jeden Vampir hier auszumerzen, wir sind über jeden einzelnen weniger pro. Das ist unser nächster Vorteil, wir sind mehr als sie. Jeder einzelne weniger bedeutet auch weniger Kraft auf der Gegenseite, und zwar deutlich weniger Kraft auf der Gegenseite. Wir gehen davon aus, dass in dieser Stadt vielleicht 2-3 Dutzend Vampire sind, nicht mehr. Mhm. Sind Sie dabei? Ja. Gut. Wie kann ich Sie denn erreichen, wenn... Oder muss ich jedes Mal mich ins Café setzen, wenn ich Sie kontaktieren will? Legt ihr ein Handy hin. Ich habe das andere. Nummer ist eingespeichert. Gut. Dankeschön. Ich muss dann gehen, ich habe noch Dinge zu tun. Mhm. Und es wäre nett, wenn Sie versuchen, nicht mehr weiter versuchen würden, in die internen Strukturen unseres Netzwerks einzudringen. Wir geben Ihnen einen Sicherheitsschlüssel, wenn die anderen kommen. Das heißt, dann können Sie offiziell rein. Bis die anderen kommen jedoch... Naja, ich könnte schon mal Vorarbeit leisten. Wenn die anderen kommen, habe ich dann vielleicht schon ein paar. Sagen wir so, das ist Ihre erste Bewährungsprobe, wird sein, das Vertrauen der anderen zu gelangen. Wenn die anderen davon ausgehen, dass sie vertrauenswürdig sind und mit ihnen gut umgehen, dann wissen wir auch, dass wir ihnen vertrauen können mit dem Netzwerkschlüssel. Okay.
Sozial-Challenge. Ein Problem? Ich war schon immer der Beliebteste in meiner Klasse. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. So, wie gesagt, ich habe zu tun. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Geht dann zum Tresen, bezahlt die Rechnung und verlässt das Café. Ich halte so das Tässchen meines doppelten Espresso hoch, den ich vorhin bestellt habe, den ich aber noch nicht angerührt habe. Wow. Achso, was der Spieler da jetzt vergessen hat zu sagen, ist, der hätte natürlich auch diesen Arbeitsvertrag, wäre auch in diesen Appen da. Den ich dann unterschreiben sollte? Wenn die anderen kommen, kannst du denen das geben. Und dann. Also, okay. Ja, genau. Also ich gucke, wie gesagt, in diesen doppelten Espresso, den ich noch nicht angepackt habe. Wow. Nee, jetzt kriege ich gerade nichts runter. Und stell den ab. Und geh einfach raus und mach entgegen meiner Gewohnheiten einfach mal ein paar Runden. Ja. Läufst dann so ein paar Runden um den Block. Du wirst dann wahrscheinlich irgendwann wieder nach Hause kommen wollen, ne? Und ja. Siehst dann irgendwie von draußen, dass Licht im Flur ist und die alte Lady im Flur steht, die unter dir wohnt und mit irgendeiner Person spricht gerade. Ja, okay, ist das vielleicht diese alte, diese Knutzen nannte sie die, glaube ich? Nee, da scheint ein Mann zu stehen, mit dem sie gerade redet. Ein Mann? Mhm. Kenne ich den? Ja, den steht gerade so im Blickschatten hinter der Tür, also müsstest du reingehen, wenn du den sehen willst. Ja, dann gehe ich da einfach mal rein, also gehe da ganz normal dran vorbei. Oder sind die irgendwie, streiten die sich oder so? Ist da? Nö, die unterhalten sich nur. Sie schäkert halt so ein bisschen, wie sie das mit dir auch gemacht hat, irgendwie mit dem. Ja, ja gut. Soll sie mit dem halt machen, dann macht das wenigstens nicht mit mir. Ja, drängt sich. Oh, Herr Thomas, schön, dass Sie auch wieder da sind. Ja, guten Abend. Guten Abend, hallo. Ja, du erkennst den Typen sofort, der da gegenüber steht. Das ist nämlich Ryan Gable. Ich sehe, Sie haben Besuch. Das ist ja nett, aber warum bleiben Sie denn hier draußen stehen? Oh, wir wollen meinen Mann nicht stören. Der junge Herr wird das Apartment Ihnen gegenüber einziehen. Ihr habt ihn rumgeführt. Oh ja. Ja, also ist das so wie meins genauso, oder? Ja. Dann kann ich das eigentlich nur empfehlen. Ja, ja, ist ganz, ganz okay. Also wohnt sich gut drin. Ja. Ja. Dann werden wir Nachbarn, meint er. Ja, dann werden wir Nachbarn. Louis, mein Name. Hi. Ich reiche meine Hand. Ach so, Entschuldigung, Jethro. Na, sehr schön, dass wenigstens einer noch in meinem Alter hier ist. Nichts gegen Sie. Der Herr Thomas ist nicht sonderlich umgänglich. Ja, tut mir leid. Und ich tupfe so mit dem Taschentuch mir den Schweiß von der Stirn. Das ist aber schade. Ja. Nun, können Sie mir, und dann spricht er wieder zu der Dame, können Sie mir jetzt vielleicht nochmal den Keller mit den Anschlüssen zeigen? Dann, das wäre mir schon wichtig, dass die in Ordnung sind und so. Ja, natürlich. Folgen Sie mir einfach. Okay. Schleiche die Treppe hoch und sobald ich außer Sicht bin, renne ich zu meiner Tür. Mhm. Wähle die Nummer des Handys, das ich gerade der Maria gegeben habe. Mhm. Mach die Tür auf, mach sie hinter mir wieder zu, mach wieder alles zu und warte auf Freizeichen. Ja, kommt Freizeichen, nimmt dann jemand ab. Mal gerade überlegen, was könnte sich
Einige melden, der da gerade. Hoch- und Tiefbau Melvin. Guten Tag, was können wir für Sie tun? Alter, einer von denen ist schon hier, der ist hier. Ich habe einen gefunden. Wer ist denn da? Ernsthaft, geben Sie mir Maria, sofort. Moment, kommt so eine dudelnde Warteschleife. So Greensleeves. Dauert so zwei Minuten und dann nimmt Marie ab. Hallo? Ist das auch genau die Stimme, mit der ich gesprochen habe? Ja. Einer von denen ist, ich hab jetzt schon einen von denen getroffen. Mr. Thomas. Der muss sofort hier weg. Sofort. Wo ist denn hier? Ja, ich sag dir die Adresse. Und fang währenddessen schon mal an, meine Sachen zu packen. Ich leg mich doch jetzt nicht mit einem Vampir hier an, ey, bin ich bekloppt. Ah ja, wie sieht der denn aus und was macht er? Sein Name ist Ryan Gable und ich beschreibe ihn ganz genau und er ist seit 10 Jahren tot und ich habe bereits ein Dossier über ihn. Und dann sollten Sie ihn aufhalten. Ja, genau, Sie haben mich doch gesehen. Sie sind doch direkt vor Ort. Der zerbricht mich wie ein Streichholz. Ich habe Sie angerufen, damit Sie mir helfen. Nicht, um Ihnen einfach nur meine Wohnadresse zu geben. Vielleicht ist es zu spät, bis wir da sind. Sie sind direkt da. Erinnern Sie sich daran, was ich gesagt habe? Kopf ab oder Flock durchs Herz oder... Ja, vielen Dank für gar nichts. Wir schicken sofort jemanden raus, aber Sie sollten sich auch darum kümmern. Ja. Je schneller, je besser. Na gut. Nehmen Sie es als Zeichen meines Vertrauens, dass ich Ihnen jetzt diese Adresse genannt habe und nicht sofort umziehe. Ist das so? Ja. Ich denke, wir sollten uns nicht weiter unterhalten, sondern Sie sollten handeln. Ja. Ich leg auf. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ja, vor allem, wenn die Alte unten mitkriegt, dass ich den abknalle, ne? Hey. Oh, fuck. Und wer weiß, was der für Scheiß... Boah, ey, ich habe Dracula gelesen. Der kann jede Menge Kacke bestimmt. Ja, und das die Forschungsdaten über Anna. Jetzt hörst du die wieder durch den Flur tapern. Okay. Den Kakko schreibt ihm, hey, jetzt mach doch mal was für dein Geld, Jethro. Oh Mann, ey. Ja, komm, ich schnapp mir alles, was ich hab hier an ich weapon mich jetzt ab hier, ja? Also, so, Scheiße. Jetzt erinnere ich mich gerade an irgendeinen Kevin Bacon Rachefilm, den ich mal gesehen habe, der super, super schlecht ist, den ich aber eigentlich aus meinem Gedächtnis verbannen wollte. Aber genau so weapon ich mich jetzt ab, ja, Lederjacke. Da kommen jetzt Pistolen rein und vielleicht finde ich irgendwo auch noch einen Schalldämpfer oder so für eine der kleineren Pistolen und die MP und ich habe bestimmt auch noch irgendwo Messer und ach Scheiße, hätte ich jetzt im Bett, könnte ich einen Holzpflock schnitzen. Ja, egal. So. Und dann versuche ich zu lauschen, wann der abhaut.
ja, das wird eine Weile dauern. Irgendwie unnatürlich lange, bis sie wieder aus dem Keller hochkommen. Und dann hörst du so, sie sollten sich jetzt echt hinlegen. Das ist echt, ja, mit dem Kreislauf soll man nicht spaßen. Ja. Nee, es geht mir eigentlich schon ganz gut. Ja, da, ja, danke. Dann sehen wir uns morgen zur Schlüsselübergabe. Dann hörst du die Tür unten auf und zu gehen. Mhm. Brauchen wir schon einen neuen Charakter für Pölle? Das klingt mehr als nach Rambo 2 als nach Kevin Bacon, ja. Kennt nicht diesen Kevin Bacon-Film, den er gesehen hat. Es ist ein unglaublich schlechter Rachefilm, guckt ihn euch nicht an, ich habe auch seinen Titel vergessen. Ja, auf jeden Fall, dann schleiche ich hinterher. Dann mach mal Stealth und. Nein. Hier, ich nehme auf jeden Fall mein Scharfschützengewehr mit. Hm. Da habe ich nämlich jetzt geile Munition zu. Mhm. Ganz dicken Rhymes. Ja. Auch wenn ich damit noch nie geschossen habe. Ja. Genau, und ich muss stealthen, ne? Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Dexterity, ne? Mhm. Zwei Erfolge. Ah, immerhin. Willpower? Nee, nicht jetzt. Das brauche ich bestimmt gleich noch. Schleichst du dem Kerl hinterher. Mhm. Dann geht nach draußen. Achso, ich dachte, das wäre jetzt die Probe gewesen, um aus dem Flur zu kommen. Achso, ja, von mir aus auch das. Ja. Also wenn ich dem Typen hinterher schleiche, mache ich auf jeden Fall noch eine Willpower. Mhm. Dann mach doch mal nochmal eine Stealth-Probe, weil wenn das. Okay. Oh, guck mal. Das ist ein Crit, ey. Siehst du? Das zählt er sogar nicht. Also das muss man leider hier immer mitzählen. Irgendwie. Sind 1, 5 Erfolge. Wenn es nämlich drauf ankommt. Als würde Jethro mit den Schatten verschmelzen. Jawohl. Leichte Imitation. Kann ich mir hier irgendwo einen Punkt Verdunklung aufschreiben? Fürchte nicht. Ja. Folgst ihm, als wärest du ein verdunkelter Nosferatu. Puhu. Ja, sehr gut. Genau. Und folg ihm, bis ich irgendwie einen guten Punkt habe, wo, also ich weiß nicht, ist der zu Fuß oder ist der? Der ist zu Fuß, ja. Der ist zu Fuß. Dann versuche ich irgendwie einen. Wo geht der denn lang? Erstmal schleiche ich dem hinterher. Ja, der geht relativ zum Siedlungsrand, so in Richtung von dem Bungalow-Viertel, wo die Anna auch wohnt. Mm-hmm. Geht er auch wieder direkt zu dem Bungalow? Ja, erstmal nur in die Richtung. Und wenn du dem folgst, dann wird er irgendwann abbiegen, also nicht direkt zu dem Bungalow laufen. Ja, ich versuche einen guten Punkt zu finden, wo ich anlegen kann. Wird dann irgendwann auch auf eins von den Bungalowsgebäuden zulaufen und dann irgendwie sich an der Tür zu schaffen machen. Das dauert ja wahrscheinlich länger. So. Ja, keine Ahnung. Wenn du abwartest, wird er relativ schnell die Tür aufhaben und dann die Gebäude verschwinden. Okay, nee, also was ich meinte ist, das dauert länger, also dann ist er länger stationär. Also während der geht, treffe ich den nicht. Ja. Nicht vergessen. Ja, während der da vor der Tür schon aufschließt. Ja, alles klar, dann will ich da anlegen und will ihm einen Kopfschuss verpassen. Dexterity Firearms. Oh. Machen das jetzt mal ein bisschen simplifiziert, ohne jetzt auf den großen Schadensding zu gucken, aber mal gucken, wie viel Erfolge du würfelst.
Na, zwei. Ja. Und sind den anderen willpowern? Ja, den anderen will ich noch willpowern. Nee. Ja, dann schlägt die Kugel neben seinem Kopf ein. Und dann guckt sich so um. Sofort die nächste. Ja. Ich würde sagen, drei Erfolge brauchst du schon, um den Bericht zu treffen. Ja, ich versuch's. So viel zu drei Erfolgen. Haha. Rambo. Ja, zuckt halt zusammen, als der erste Schuss kommt, dreht sich rum und dann kommt schon der zweite Schuss und du triffst ihm halt mitten ins Gesicht. Die Kugel zerfetzt ihm halt den Kopf. Also, ja? Mhm. Da ist halt so ein dickes Ding. Also. Okay, dann stehe ich da erstmal total schockiert. Was, also, und der fällt halt wie so ein ganz normaler Mensch. Der sackt Mensch, halt zusammen, halt. Ja. Sagt dann so zusammen. Jetzt stehe ich da und weiß auch nicht. Die Stimme aus dem Off rief: Headshot! Monster Kill. Ja. Ja, und nachgucken? Ja. jetzt renne ich da hinten. Ich weiß nicht. Ach, verdammt. Ja, der liegt da jetzt irgendwie und hat halt ein Loch im Kopf. Ziemlich großes. Die Frau hat gesagt, er muss ab. Also renne ich da jetzt hin. Boah, ist, oh, scheiße, ey. Also renne ich da jetzt hin und nehme das Messer raus. Ja! Aber vorher ziehe ich den irgendwie ins Gebüsch. Ja, kannst ihn auch ins Haus ziehen. Oh ja. Oh ja, ich ziehe ihn ins Haus. Mhm. Ja, die Tür hat er ja gerade aufgeschlossen. Nein, ich ziehe. Oh, scheiße, nein. Wenn die deine Leiche finden, die finden meine DNA-Spuren. Nein! Nein! Tschüss, Menschlichkeit, sagt der Kakko. Ich zieh den ins Gebüsch und da hack ich dann. Oh, nein, ey, ernsthaft. Ja, also ich nehme das Messer und nein, und dann renne ich weg. So, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich renne weg. Das geht nicht. Das krieg ich nicht hin. Okay. Ich hab den dann so ins Gebüsch gezogen und dann bin ich gerade so. Und dann zieh ich weg und ich renne einfach. Okay. Ja, ich denke, mit dem weglaufenden Jethro kann man dann für heute auch mal den Stream beenden. Der kleine Schisshase. Bin gespannt, wie die anderen auf Jethro reagieren. Ja, der Chat scheint ihn relativ zu mögen. Ja, ja, wir wissen nicht, was mit dem Vampir jetzt passiert ist, ob der wirklich tot ist oder nicht. Und ja, bin sehr gespannt. Es birgt sehr viel Anschlusspotenzial. Und wir haben mit Jethro halt auch jetzt hier schön einen Anker für den Plot, wenn die Hunter in der Stadt ankommen, damit wir nicht alles von vorne machen müssen und direkt in Medias Res gehen können mit der Gruppe. Und ja, Fokus Dark schreibt, cooler Typ, Team Hunter, sagt der Chaos-Esse. Ja. Shamasa sagt, war Gür ein Ende? Was Gür ein Ende? Achso, was für ein Ende wahrscheinlich. Danke, war sehr spannend. Ja, danke auch zurück dafür, dass ihr hier wart. Einen Hunter gibt's noch. Wann der kommt, müssen wir noch mal gucken.
Es spielt das Real Life ein bisschen nicht mit, dass man dann einen Termin findet. Aber das kommt auf jeden Fall auch noch und dann haben wir alle Präludien durch. Kopfgeplatzt ist eigentlich wie ab, ja, fast, ja. Kommt drauf an. Ja, und ja. Wie war es für Pölle mit dem Death Row? Also, spielt er sich so, wie du ihn dir gedacht hast? Ja. Also ich habe sehr viel auch mitgefiebert. Dieses Neurotische ist sehr übergesprungen. Ja, ist mal was anderes, weil wir hatten ja sehr viel übers Internet, also indirekten Kontakt, aber das ist so ja auch die Art des Charakters. Mal schauen, wie er das in der Gruppe auch beibehalten kann. Und lass mich auch mal mitspielen. Ich bin eher unsympathisch. Bei so vielen Sympathen muss man Ausgleich haben. Bist du Pfarrer? Dann darfst du doch in der Hintergrund. Ansonsten nicht. Es dauert auch nur 10 Jahre, das Studium. Wenn du jetzt anfängst, darfst du in 10 Jahren mitmachen. Nee, Quatsch. Das sind Aussichten. Oh, der Rerion ist auch hier. Jethro und Ronan könnten echte Freunde werden. Oder auch nicht. Die Organisation hat bestimmt auch ihre Fehler. Ja, das könnte durchaus sein. Ja. Eisenherz sagt, ich habe Demon studiert. Ja, das weiß ich nicht, ob das für ein theologisches Examen reicht. Ich fürchte nicht. Ja, gut. Dann sind wir hier mit unserem Jethro Thomas Prelude am Ende. Und ja, bin gespannt, wie die Stadt ohne Namen durch die Hunter irgendwie. Ich fiebere dem ja entgegen, dass die jetzt endlich auch mal zu Zuge kommen, weil ich schieb diesen Hunter-Plot auch schon die ganze Zeit vor mir her. Der muss jetzt auch irgendwann mal kommen. weil die Vampire machen die ganze Zeit so viel Unsinn in der Stadt, irgendwie, das muss mal aufhören hier. Ach so ist das angelegt. Ja, Feramin schreibt doch, sie hat jetzt gar keine Angst mehr um ihren Vampir in der Stadt, ja. Aerion hat auch Angst um den, um sein vampirisches Dasein. Ja. Tja. Ja, und ja, Bruce hat jetzt, also Bruce ist ja mittendrin in der im Visier von Jethro, also der könnte richtig Probleme kriegen, also ja. Ja, also wir haben ja heute einige bekannte Gesichter gesehen. Anna, Bruce, Benava. Ja. Also Bruce darf sich wenigstens sicher sein, dass ich ihm nicht eigenhändig den Kopf abschlagen werde. Oder du gewöhnst dich dran. Oder ich gewöhne mich dran. Tja. Vielleicht bauen wir irgendwann nochmal eine Montageszene ein, wo Jethro bei Malcolm in die Lehre geht oder so. Die alte Lady Knutzen war auch zwischendurch da, genau, ja. Ja, das weiß ja auch, gut, dass Bruce nicht weiß, dass ein Hunter direkt über der besten Freundin von Lady Knutzen wohnt. Ja. Bin schon gespannt, wann der nächste Brucher aufkreuzt und sich über das Loch im Kopf beschwert. Ja. Könnte sein. Mal schauen. Gut, dass übrigens hab zwischendurch gesehen, dass hatten die Leute auch Angst, dass du Jelly triffst, aber naja, die ist ja unauffällig, ne? Naja, mal, wir werden es erleben, wie die Hunter, was sie machen. Und ob sie wirklich auf Anna und Bruce und Konsorten losgehen oder nicht. Mal gucken. Weil die Monster müssen beseitigt werden. Da ist Jethro ja auch für. Gut, dann vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt da draußen und vielen Dank an dich, Pölle, dass du den Scheiß mitmachst. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Hunter weitergeht, dann empfehle ich euch, dass ihr die Augen offen haltet auf dem Nerdpol. Oben ist die ganze Zeit die Adresse. Könnt ihr mal drauf gucken. Wenn es einen neuen Hunter-Stream gibt, dann ist der da angekündigt. Oder ihr schaut hier auf der Koala-Homepage vorbei. Da ist auch ein Eventkalender, der sich nur mit Koali-Streams befasst. Also da, wo ich irgendwie auftauche, da
Und da findet ihr dann auch Informationen, wann es denn da weitergeht. Genau. Und alles weitere, auch andere Informationen über die Sandbox und ein bisschen Exklusiv-Content über Patreon findet ihr auch. Extra Stuff, da taucht dann auch das vampirische Alter Ego von Pölle auch manchmal auf. Und mal gucken. Wenn euch das interessiert, so ein bisschen diese Sandbox, dann empfehle ich euch definitiv den Patreon-Link. Ich denke, das ist dann gut angelegtes Fangeld. Und damit unterstützt ihr uns, dass wir uns dieses ganze Zeug, was wir hier machen, irgendwie auch leisten können. Und ja. Cool, ja. Und der Pöller hat übrigens auch einen YouTube-Channel. Den wollten wir nicht unerwähnt lassen, Moment mal. Da findet ihr den Pölle. Und wann gibt es da das nächste Mal was zu sehen? Das nächste Mal am 4. März, also nächste Woche Mittwoch, mit dir. ja, also hast du zumindest zugesagt. Dein vertauschen Rollen, da leite ja ich. Nämlich das Vorabenteuer zur G7-Kampagne im Besitz des Druiden, Teil 2. Und der Rerion und der Kagrim sind auch noch dabei. Und da wollen wir mal schauen, wie wir euch drei zusammenkriegen. Jo. Das schwarze Auge heißt das Ganze. Genau. Das schwarze Auge. Ein Vampire. Nein. Aber gut, muss ja nicht jeder Vampire oder Hunter spielen. Ja. Gut, viel mehr Werbekapazitäten haben wir jetzt halt auch gar nicht mehr. Das heißt, wir wünschen euch noch einen schönen Restabend und hofft ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.